Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Ich starte die Aufnahme und recht klingelt das Telefon. Nico, I've been thinking about it and I want you to pay our friend Ray a visit. Give him a message from me. He's at a sit-down on Card Row in East Holland. If that's your decision, Mr. Pegorino, it's done. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich warte die letzte Folge so lange. Jetzt stehe ich hier 5 Minuten im Pausemenü rum, weil ich alles für die Aufnahme einrichte, damit die Tonqualität vom Mikrofon alles passt. Und jetzt ruft er direkt an. Letzte Folge 5 Minuten damit verschwendet, auf diesen Anruf zu warten. Wollte mich doch das Spiel dreimal neu starten, wo ich aufnehmen konnte. Ich liebe diesen Fehler, wenn Nico durchsichtig ist. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal, wenn ich das Spiel starte, dass Nico unsichtbar ist. Da sieht man nur seine Schuhe. Das sieht klasse aus. Weil wir so eine Ray erledigen. Da brauchen wir ja keine Schuhe für. Schuhe, 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 Schuhe. Ich glaube, das. Ich habe mir immer noch nicht das wieder mit Kreis abgewöhnt, obwohl ich Sleeping Dogs seit 2 Wochen nicht mehr gespielt habe. So. Da lang. Und anhalten bitte. I see his car. He should be heading over to a chop shop in Boabo. Don't get too comfortable with him, Nico. Like every rat, he's a survivor. He's got good instincts. He has a bad feeling about you in particular. He bought some protection and he ain't gonna hang around and wait for you know what to happen. Then again, I'll get his chump muscle to stop for gas on the way. It might create a good opportunity. Die Tankstelle, da freue ich mich schon drauf. Juhu! Meine Lieblingsstelle, die Tankstelle. Um Ray loszuwerden. Deswegen muss ich nur ein bisschen aufs Gas treten, damit das hinhaut alles. So. Ich glaube, das wird die letzten. Ich glaube, es werden noch 5-6 Folgen werden. Das könnte jetzt aber auch alles ziemlich schnell gehen. So, jetzt warten wir hier mit unserem Raketenwerfer, dass er kommt. Und dann schießen wir auf die Tanksäulen einfach, wenn er kommt. Dann explodiert das Auto hoffentlich, das Richtige. Ansonsten müssen wir ihn hinterherfahren und das möchte ich eigentlich gerne vermeiden. Aber wir werden ja sehen, ob wir es hinkriegen. Da kommen sie. So. Nein. Stirbt er jetzt mal? Dankeschön. Ja, ich möchte überspeichern. Vielen Dank, Spiel. So, Rayware erledigt. Ein Problem weniger. Ich hoffe, der telefoniert noch. Ja, er tut's. Gott sei Dank. Gott sei Dank tut das. Guter Nico. The meeting went to plan, Mr. Pegorino. Cleaning out's a tough job, Bellic. I don't got much left in mind, it's so clean. I'll talk to you soon. Schön. Jetzt heißt es eigentlich wieder warten. Weil. Das nächste, wenn ich mich recht erinnere, ist eine Mission, wo wir eigentlich nur fahren müssen und eine Entscheidung treffen dürfen. Wenn ich mich nicht ganz recht täusche. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Und ja. So, schon mal aussteigen. Lal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 
Is that it? Am I out? You're out. You've done good things for us, and we are grateful. That said, I've given you a lot of protection. From here in, you're alone. Goodbye. Ah, that special someone. Roman, they brought Darko Brevic into the country for me. This is almost over. I'm going to finish it. Nico, you can't do this alone. I'm coming with you. Come collect me from Firefly Island. All right. Wait there for me. Oh, das ist ja da. Normalerweise ist er vor der Wohnung, aber wenn ich in der Wohnung war zum Missionsbeginn, ist er natürlich nicht in der Wohnung. Oh. Typisch. Typisch Woman Bellic. Typisch, typisch, typisch. Nein. Nein. Wow. Ich bin immer nur über diese Physik Engine fasziniert im negativen Sinne. Wie viel Scheiße da abläuft in dem Spiel. Das ist nicht normal. Nee, es ist richtig mit Firefly Island. Er ist nicht in der Wohnung. Ich habe mich vertan. Firefly Island ist der Vergnügungspark. Er ist immer beim Vergnügungspark. Das stimmt ja schon. Ich habe das gerade mit einer anderen Mission verwechselt. Er war ja bei der Wohnung, wo wir Florian gefunden haben. So war das. Richtig. Wow. Wie viele Cops hier einfach stehen. Wow. Ich sag ja, geht der. Man kann die Spiel nicht mit. Doch, man kann sich vergleichen, aber. Warte, da hast du nie irgendwie wirklich ein Polizeiauto auf den Straßen gesehen. Und hier bist du. Hast du ein. Jedes zweite Auto ist quasi ein Polizeiauto, was extremst nervig ist. Und ätzend. Wirklich ätzend. Ich hätte gerne ein neues Auto vorher. Aber das hier ist mir ein bisschen zu kaputt. Und 3, 2, 1 Stern. Nee. Nicht direkt Stern, aber gut. Begib dich zum Treffpunkt. Moment, which you've been waiting for so long. I hope you will not be disappointed. Disappointment is not a consideration. I have not been the same man since the day that Darko betrayed us, since I saw those things. You lost a lot of friends that day, Nico. We both did. In some way, our friends from the village were lucky. I lost myself that day too. Everything that was good and innocent in me died along with them. If I could live those hours again, I think I would have preferred to be buried in the pit along with everyone else. This is all that is left of me. What am I good at, Roman? What is my trade? I deal in death. Because that is all that is open to me. I will tell you that you are good at, Nico. You are a good cousin and a good friend. You still have integrity. No matter what you say, there is humanity in you. You still have the power to be good. It's important that you believe that. Maybe I will start to believe it when Darko is dead. That might give me some perspective. This killing must stop sometime, Nico. Once this is done, then you must begin to forgive. Think about your future instead of the horrible things that have happened to you. To us! To all of us! In the past! After this is done, then we can talk about forgiveness and redemption. Now is not the time for such conversation. This is it. This is where it all ends. Ich habe meine Scheidung schon getroffen. Die ich jetzt gleich in die treffen muss. You remember me? Puste me. Ne poznajem. I don't know you. Yes, you do. I'm the one who survived. Nico, hello. Reci mi zašto.
Zato što smo bili prijatelji. Svi smo odrasli za jedno. Mitar, Dragan, Goran, Mio, mogu da nastavim. Sviju, a? We were friends, but I had never friends. Friends that Goran and his guys killed. My fucking neighbors. Because of what? Because of shit. Lies. Fucking lies. So that makes it okay? To stab your friends in the back? When everything you believe is shown to be shit, you make strange choices. Fuck you! Strange choices? How much? A thousand. You kill my friends for $1,000. How much do you charge to kill someone? You ruined me, you fuck! I needed the money. I had problems. You're a fucking junkie! Kill me then! You fucking hypocrite. Trust me. You'll be doing me a favor. Ah! Nico, come on. Let's go. Let him suffer. He knows what he did. He doesn't look like he enjoys life too much. Come on. Schalte ihn aus oder verschwinde und lass ihn am Leben. Ich werde ihn leben lassen, weil es hat sich eigentlich selbst erklärt. Roman hat es gesagt, er hat selber auch gesagt. Richtig. Der ist durchgedreht. Der kommt damit nicht klar, dass er das gemacht hat. Der ist mental kaputt. Wenn ich ihn umbringen würde, würde ich ihn von, so gesehen von seinen Qualen erlösen. Aber wir wollen ja so gesehen Rache. In dem Sinne muss man ihn ja weiterleiten. Das ist Nikos Gedanken. In Wirklichkeit, keine Ahnung, was ich dann machen würde. Aber im Spiel ist es für Nikos Rache besser, wenn er überlebt. Weil das für ihn viel schlimmere Qualen sind, als wenn ich ihn jetzt erschießen würde. Man könnte jetzt noch gemeinsam ihn einfach versuchen zu überfahren. Das gilt dann als tot. Dass man ihn umgebracht hat. Ich kann diese Scheiße nicht hören, zu diesen neuen Ads und DJs right now. Oh, Gene! Du hast das richtige Ding, Nico. Es ist nicht oft, dass ein Mann sicher sein kann, aber du hast definitiv das richtige Ding gemacht. Proud of yourself. Let's have a fucking party. Break out the champagne and let the diseased, traitorous junkie live after hunting him for over a decade. Shit! Someone hand me the keys to the fucking city. There's no need to take that tone, cousin. I'm sorry if my tone offends you, Roman. But this has been a very difficult moment for me. It took every fiber of my being pulling in the same direction not to kill Darko. Do not get revenge for all those lives he took away. What made you spare him? I don't know. I wanted it for so long, he would just be dead. Like everyone else from our village, I was the one that survived the first attack. Living is not easy. No. I would live to kill Darko as well. But then when I looked at him, I realized that nothing would change if I killed him. Revenge would not somehow shut the book on what I have seen. Only those who die get closure. Living do not. So you keep living. And you try to have a happy life. You try to move on. I try to. Yes. Das kommt auch noch dazu, was Nico gerade erzählt hat. Das ändert ja nichts an der Sache, wenn wir ihn umbringen. Er ist einfach dann nur tot. Und Nico hat ja immer noch diese schlimmen Erinnerungen. Deswegen ist eigentlich Mord an jemand anders nie eine gute Sache. Weil man kann sich eigentlich durch... Ich kann es nicht beurteilen, aber glaube ich. Man sieht es ja eigentlich immer wieder, dass sich danach niemand besser fühlt, wenn er irgendjemanden aus Rache umgebracht hat. Während diese Gerichtsprozesse und sowas alles verfolgt. Meistens sagen sie, es war ein Fehler. Aber... Ich glaube, das ist ein falsches Thema für ein GTA-Let's Play, über Moral und Rache zu reden. Was ich gehört und nicht... Das würde nicht im Gedanken des Spiels sein. Here we are.
Do you want to come in and hang with Brucey? No. I need to be alone. Thank you for being with me, cousin. Do not mention it. Call me, Nico. The wedding is soon. Yep, Speicherinhalte. Aber das war's jetzt erstmal mit dieser Folge von GTA 4. Wir haben Ray ausgeschaltet für Jimmy Pegorino, weil er es wollte. Und wir hören uns auch das Telefonat an. Gut. Florian, I thought I should let you know. I found Darko. The guilt has destroyed him. I don't know. Somehow, it was better to walk away. You know what? I'm really proud of you, Nico Bellic. After what we've had to live with these last 12 or 13 years, I know how much it hurt you. And you walked away. I know this must be hard for you, but you won, Nico. You really did. We've got to celebrate. You're free now. Maybe a spa day? Sure, whatever. I'll speak to you soon, Bernie. So, ich gehe lieber ins Pausenmenü, bevor noch ein Anruf kommt. Man weiß ja nie in diesem Spiel. Wie gesagt, wir haben Ray erledigt, weil er entweder Ray oder Phil loswerden wollte. Es hat Ray getroffen und wir haben Darko gefunden oder ihn ausgeliefert bekommen und haben erfahren, dass er auch an dieser, auch vor allem an der Schuld, dass er seine Freunde umgebracht hat, mental leidet und dass ihn innerlich zerstört hat quasi. Und ja, dann hören wir uns morgen in einer neuen Folge wieder. Ich schätze mal höchstens noch 4 Folgen werden es. So denke ich, schätze ich das gerade ein. Wir werden es sehen. Bis dann. Ciao.